Einen guten späten Abend. Da bin ich. Hallo. Die Frage, ob jetzt noch jemand zuschauen kann. Naja, so ist das. Die Tochter ist im Bett. Sie hat sehr, sehr lange gebraucht zum Einschlafen. Und als ich aufgestanden bin, war sie immer noch nicht, hat sie immer noch nicht geschlafen. Aber ich bin dann gegangen und jetzt habe ich nichts mehr gehört. Also hoffen wir mal, sie schläft jetzt. Ah, ja, okay. So, geh weg, du Anzeige, bitte. Danke. Hallo, Dönergott. Donnergott. Hallöchen, frohes Neues. Wünsche ich dir auch. Wünsche ich dir auch. Und wünsche ich natürlich allen Zuschauern. Und ja. Gut gerutscht. Tyrawal, gut, guten Abend. Bist du noch kurz da? Ja, Jagged Alliance ist es jetzt geworden. Genau. Die Alex ist im Wohnzimmer und telefoniert und ich wusste noch nicht genau, was ich streamen will, ob es ja, vielleicht hast du ja mehr Zeit, weil es schon so spät ist, Tyrawal. Ja, genau, weil es ob ich Skyrim streame oder Jagged Alliance. Und da sie jetzt telefoniert im Wohnzimmer, ist es jetzt Jagged Alliance im Arbeitszimmer geworden. Genau. So, frohes neues Jahr, Tyrawal. Und ich hoffe, ihr seid auch alle gut reingerutscht. Es war ein bisschen schwierig bei uns, wie das immer so ist mit der Familie. Oder nicht immer, aber manchmal. Und jetzt sind wir wieder froh, zu Hause zu sein. Aber ansonsten war es auch schön. Genau. Ich habe mich ja beim letzten Mal Jagged Alliance gefragt, wo Pablo eigentlich oder ob ich meine Bestellung schon ausgelöst hatte. Und ob der Pablo Greco schon wieder meine Bestellung eingeheimst hat. Aber das ist wohl nicht so. Denn ich habe nochmal nachgelesen, dass meine Söldner wohl Bescheid sagen, wenn was fehlt. Also dann geben die irgendeinen Kommentar ab, dass da was fehlt in der Lieferung. Genau. Und ich habe dann noch mal ein bisschen nachgeguckt und gesehen, dass es noch eine andere Seite gibt, wo man die Bestellungen tatsächlich sieht, auch rückwirkend. Also die schon passiert sind. Und ja, deswegen ist Pablo nicht schuld, dass meine Bestellung nicht angekommen ist. Ich hatte dann auch noch mal bestellt und jetzt kriege ich noch zwei Bestellungen nach Drassen, die dann hoffentlich demnächst irgendwann ankommen. Aber ich zeige euch gleich nochmal die Bestellseite. Du hast noch bis nächsten Montag frei. Ah, okay. Na gut, dann hast du ja noch ein bisschen Zeit. Genau, ich muss morgen wieder arbeiten, aber ich muss morgen nicht so früh aufstehen, da ja noch Ferien sind und die Kleine nicht in die Schule muss. Morgen früh. Genau. Meine Frau ist ja auch zu Hause. Yes. Das heißt, ich kann noch ein bisschen machen und muss noch nicht direkt wieder. Genau. Ansonsten interessant ist bei Pablo, also man kann ihn halt bestechen. $20 reichen wohl, um es sicher zu machen, dass er einem die komplette Ladung gibt. Man kann ihn auch mit physischer Gewalt dazu zwingen. Ja. Ein Schlag mit der Hand.
Genau. Und am nächsten Tag wird man dann wohl die Lieferung bekommen und zusätzlich noch ein paar andere Sachen, wenn er was geklaut hat. Und er wird auch nichts wieder stehlen. Und hier steht auch, man soll ihn nicht erschießen. Denn das senkt einerseits die Loyalität in dem Sektor. Also Drassen würde man dann wieder ein Stück weit verlieren. André, vielen Dank für dein Sub. Und ja, wir sind gut reingekommen. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr auch. Und seid nicht reingeschwommen in Dresden. Da soll das Wasser ja auch ziemlich hoch sein. Oder ist es nicht mehr so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Genau. Also, man soll ihn nicht erschießen. Der wird zwar durch einen anderen ersetzt, nämlich Salvatore Lappos. Aber der verliert dann immer Ladung oder komplette Ladung. Einfach nur, weil er schlecht darin ist. Okay, na dann. Dann behalte ich doch lieber Pablo, würde ich sagen. Das ist er dann. Und wenn man auch den erschießt, dann gibt es wohl niemanden mehr, glaube ich. Dann kommt niemand mehr. Und man kann nichts mehr bestellen bei Bobby Race. Ja, frohes neues Jahr, André. Okay, wollen wir mal. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Los geht's. Ich hoffe, der Stream hält. Jetzt wird es erstmal dunkel hier bei mir. Vielleicht mache ich auch noch die andere Lampe ein. Mal gucken. Na, irgendwas spinnt hier leider noch. Ah, ich muss nochmal beenden. Irgendwas stimmt nicht. Schon mal keine so guten Vorzeichen. Hat sehr geruckelt gerade. Ich mache jetzt einfach noch mal. Aber dieses Mal sieht's okay aus. Okay, gut. Ja, ich habe auch ein bisschen weitergemacht. Hatte ich ja gesagt, dass ich ein bisschen einsammle, dass ich, ja, ich muss noch das andere Licht anmachen. Mache ich gleich. Dass ich in den verschiedenen Söldnern ein bisschen Milizen trainiere weiter. Jetzt hat auch dieser Sektor noch zusätzliche Milizen. Und ich habe mal wieder eingekauft in den verschiedenen Sektoren, also hier, hier und hier, beziehungsweise vor allem verkauft. Ich glaube, bei Toni habe ich auch wieder ein bisschen was eingekauft. Zum Beispiel diese Munition, die ich ja jetzt hier schon für zwei Scharfschützengewehre brauche, wenn nicht sogar drei. Genau, und ansonsten habe ich auch schon ein Team bereitgestellt, mit dem ich jetzt hier gleich in diesen Sektor einwandern will, um den letzten Alma-Sektor zu erobern. Und ja, dann muss ich aufpassen, weil da warten auf jeden Fall schon zwei größere Trupps, dass sie ebenso. Also, dass sie vielleicht den Sektor zurückerobern. Ich könnte mir vielleicht noch ein paar mehr Leute holen von hier. Ich wollte jetzt echt nur mit sechs dort rein und zusätzlich noch ein bisschen Milizen als Verstärkung reinholen. Was heißt ein bisschen? Das sind sogar eine ganze Menge. Deswegen sollte es eigentlich kein Problem sein. Andererseits, ja. Schreibt mal kurz, soll ich die Milizen mitnehmen oder nicht? Ich hole kurz mein Ladegerät für mein Handy und stecke hier mal kurz noch das Licht um. Okay? Schreibt ruhig mal kurz mit oder ohne Milizen.
Also mit. Gut. Dann mache ich es mit Milizen. Und dann reicht es mit den sechs. Und ich finde es immer ganz, ganz witzig mit den Milizen, muss ich sagen. Zwei-Mann-Frau-Party gemacht. So haben wir das Spektakel schön vom Balkon betrachtet. Hier ging der Punk ab. Lecco mio, war es wieder laut. Was sagst du? Ihr hört mich doch, oder? Hört ihr mich nicht? Hallo Kesslin, frohes neues Jahr. Und gesundes euch allen. Mensch, ihr habt ja spät noch Zeit. Das ist ja schön für mich, dass hier noch ein bisschen Leben im Chat ist. Okay, also ich gehe direkt mal runter nach I14 Ist und gut. dann hole ich noch Verstärkung nach. Ja, wollen wir aus Alma, ach so, aus benachbarten Sektoren nach Alma Mine. Ja, das wird heißen aus diesen beiden, schätze ich. Ich weiß nicht, wie viele damit reinkommen. Ich bin gespannt. Ah. Die Schreckschrulle hat immer noch keine Kugel im Kopf. Nein, Burst. Ich habe ihr ja nochmal Blumen geschickt. Mal gucken, wie sie es findet. Guten Abend und frohes neues Jahr, Burst. So. Haltet die Augen offen. Meine Sensoren bestätigen Feinde in der Gegend. Daedra meint er natürlich. Okay, so, sieht gut aus. Und wir starten. Ja, wir können hier starten. Das ist schön. Ich nehm sie nochmal raus. Ich möchte idealerweise auf eines dieser Dächer, entweder hier oder hier unten. Vielleicht auf beide. Naja, es wird wahrscheinlich schwierig. Ich gehe einfach mal hier in dieses kleine Wäldchen und versuche mich dann hier nach unten durchzulaufen. Wir werden schauen, wo jetzt Milizen sind, ob die hier sind und hier oder nur an einer Stelle. Schauen wir mal. Geht auf jeden Fall gleich los. Sie sind auf beiden Seiten. Alles gut. Das sind die Grünen, die sind. Habe ich schon gemacht letztens? Ich weiß nicht, funktioniert das Mehrfachburst? Weißt du das? Ihr Blumen zu schicken? Der arme Elliot. Oh, wie schön, sie alle auf einem Haufen stehen. Ein, zwei Granaten und dann war es das mit denen allen. Da kommt schon mal einer. Tränengas, schätze ich mal. Ja, das würde ich sagen, war Tränengas und jetzt hat sie ihn umgehauen. Ich hoffe mal, der andere, der zweite, der dann noch direkt hinterher ins Tränengas ist, sehr klug von ihm, der wird nicht auch keine Gasmaske haben oder rechtzeitig rausgehen. Schauen wir mal, was hier passiert. Ansonsten Tränengas wird die nicht umbringen. Natürlich dann schon, wenn der jetzt hier den erschießt, klar. Aber ansonsten bekommen sie dort kein Leben abgezogen, sondern liegen da einfach nur rum, komplett erschöpft. Oh, wir haben hier jemanden mit Gewehr und drei Fragezeichen auf dem Kopf. Interessant. Keine Ahnung, wer das ist. Hier ist ein Gegner und da unten ist auch ein Gegner. Können wir jetzt sehen, wie viele Gegner es überhaupt hier gibt? Sehen wir nicht. Okay, dann wird's spannend.
So. Ja. Rucksäcke. Was ist los? Warum kann ich nichts in den Rucksack? Ach so, ich muss den erst aufmachen, weil ich schon im Kampf bin. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr zurück. Oder was? Ha, so. Gut. Schon Sie. verwirrt gewesen. So. Chris darf nichts sagen. Ja. Der darf sag was sagen. Bin bereit. So, Rucksack auf. Und bei Ira auch. Und runter damit. Okay, Ja. jetzt haben Sie schon ziemlich Sie. viel Aktionspunkte verbraucht. Hallo, Arnie. Hat Mike mich schon besucht? Ja, das ist nicht Mike. Ist, glaube ich, auch nicht Mikes Skin. Aber ja, Mike ist ja auch in Alma gewesen, aber in einem anderen Sektor haben wir ihn gesehen und wir haben versucht, ihn zu rekrutieren, aber es hat nicht geklappt. Er wollte nicht. Ja, genau, Burst. Also vermutlich ist es einer von denen. Immer ein orangenes Oberteil. Okay. Schauen wir mal, wer das ist. Arnie, auch dir. Arak, auch dir. Wie du es lieber magst. Vielen Dank für dein Sub. Vielen Dank für dein Sub. Ihr musstet so lange warten, ich war so lange krank. Comprendido. Und so. Aber jetzt. Hier. Jetzt ist es hoffentlich eine Weile abgehakt. Vielen Dank für die Abos. Ja. Ja. So. Bin bereit. Ich denke mal nicht, dass denen da was passieren wird, wenn ich die jetzt Ja. dort noch stehen habe, was ein bisschen ungünstig ist, weil einfach die Milizen jetzt hier alles abfangen werden. Die sind ja hinterm Haus ganz schön geschützt. Und bei dem müssen wir mal gucken, ob der überhaupt aggressiv ist. Und wenn er einer von den gesuchten Verbrechern ist, dann dürfte der sich, glaube ich, am Kampf nicht beteiligen. Ich weiß es nicht. Und auch dir natürlich frohes neues Jahr, Burst. Und Arak. Euch beiden. Genau. Runde 2. Bester Minigolfspieler aller Zeit. Ach, wart ihr beim Minigolf? Habt ihr euch jetzt noch getroffen? Nochmal? Oder? Minigolf fänd ich auch lustig. Also wenn wir uns in Dresden nochmal treffen, im neuen Jahr, können wir das gerne machen. Fände ich lustig. Weiter geht's. Okay, der steht glaube ich nicht mehr auf. Du kommst hier nicht lebend raus und tatsächlich hat er ihm direkt einen Kopfschuss verpasst, der Miliz. Nicht schlecht. Ja, sind halt die Grünen, ne? Die sind ganz schön Kanonenfutter. Aber manchmal treffen sie auch. Erstmal telefonieren und dann einfach stehen bleiben. Sehr gut. Gute Arbeit. Verstärkung beim Heulen, weil euch Arnie abzieht. nee, Kinkman habe ich noch nicht abgezockt.
Dann wird er sich nicht beteiligen. Also hätte er jetzt schon. Was. Ja. Also, das war. Ja, das war der zweite im Tränengas. Unglaublich, diese Milizen. Die sind so eine Trottel. Sie. Gut. Miguel, siehst du niemanden? Siehst du niemanden da drüben? Da waren doch auch welche. Ich bin bereit für die Schlacht. Jetzt? Achso, jetzt sieht er den dort. Okay, wir bleiben mal in der Deckung. Ja. Und mit Grizzly renne ich hier mal vor. Kann ich vielleicht auch noch was machen? Vielleicht mache ich einfach nur einen kleinen Pistolenschuss und lege mich dann hin. Meine Grizzly trifft ja eh nie. Von daher. Was habe ich erwartet? Hier. So, Chris hinterher. Erkennen wir schon, wer es ist? Nein. Das ist nicht gut. Er bleibt jetzt hocken. Bin bereit. Ich habe nicht genügend auf die Aktionspunkte geachtet. Ich hoffe, die anderen sorgen für genügend Ablenkung. Ira. Schafft ja. Es nicht mehr nach oben und okay. Dimitri dann auch nicht mehr. Okay. Gut. Jetzt muss ich nochmal laden. Ah, Mierda. Minus. Minus 376. Na, hast du ein. Habt ihr eine Gasmaske dabei? Wahrscheinlich nicht. Ja, auf jeden Fall Burst. Aber er hat ein anderes T-Shirt an, von daher, das schützt ihn. Glaube ich, gerade mit Gummi geschossen. Der davor. Aber das hat ihm die AP genommen. Ja, okay, also hier unten sind noch zwei hinzugekommen. Dann haben wir den, der ist ausgenockt. Und den auf der anderen Seite, dem sollte ich vielleicht mit Miguel eins verpassen. Der ist erledigt und hier sind noch zwei bereit, gleich ohnmächtig zu werden. Gute Arbeit, würde ich sagen. Ja, gut, dann. Schauen wir mal, mit Miguel oder lassen wir erstmal Dimitri hoch. Eh so ein bisschen die Frage, hier scheint ja niemand anderes mehr zu sein. Die sind möglicherweise eher weiter unten. Und vielleicht renne ich mal direkt weiter runter, um vielleicht auch mal auf dieses Dach zu gehen. Oder, na, durch die Mitte geht's auch. Durch die Mitte geht's auch. Okay. Dann mache ich es vielleicht auch durch die Mitte. Gut. Ich gucke erstmal mit Dimitri. Sie. Mit Miguel. Der sieht ihn. Das ist schön. Und er trifft ihn. War jetzt kein starker Treffer, weil er durch irgendwie 12 Bäume geschossen hat.
Ja. Aber gut. Und Dimitri sieht ihn auch. Suchen wir es auch mit Dimitri. Und da ist noch einer. Der Treffer war schon besser. Da schleicht sich noch jemand dran. Jetzt kann sich Dimitri nicht mehr hinhocken. Okay. Yep. Alles nicht so ideal. Ira würde den auch sehen. Aber Ira hat nicht mehr genug Aktionspunkte. Hier. Yeah. Chris sieht den. Ist aber eigentlich albern, den jetzt hier zu erschießen. Und dort sieht er irgendwie nix. Gehen wir noch ein bisschen weiter nach vorne und leg mich auf die Lauer. Ja. Und vielleicht kann Grizzly nochmal helfen. Was die dort betrifft. Ja. Könnte auch noch eine Granate rüber schicken. Nee, das klappt nicht mit den Bäumen. So wie es ausschaut. Auf jeden Fall ist da nichts. Kein rotes Symbol. Dann wird es wahrscheinlich an den Bäumen hängen bleiben. Das riskiere ich nicht. Das trifft dann wieder nur die Milizen. Das heißt, ich versuche einfach noch einen Gewehrschuss. Sehr schön. Grizzly trifft. Bin erstaunt. Box. Können wir auch nochmal versuchen. Nicht in Reichweite, aber ist günstig. Verflixt. Und irgendwie trifft sie immer. Fantastisch. Okay. Boah, das war doch gar nicht so schlecht. Habe ich jetzt alle oben auf dem Dach? 6 Leute, ja. Ich sie sehen. Der pirscht sich ran. Aufs Maul, sagt er. Haben wir nicht gesehen, was passiert ist? Okay, hier ist niemand. Da kommt eine Granate. Nicht schlecht. Und das war auch nicht schlecht. So, volles Risiko über die Milizen drüber schießen. Genau, Burst. Oh, da sind noch 2. Die hat er jetzt entdeckt. Bin bereit. Interessant. Ja, okay, jetzt geht es zurück. Der ist immer noch im Status stirbt. Ich weiß nicht, ob der nochmal aufsteht. So viel Tränengas, wie der eingeatmet hat. Ob der stirbt, ob ich den noch retten kann, das ist fraglich. Ansonsten weiß ich nicht. Könnte sein, dass die hier getroffen wurden irgendwie. Von dem oder von anderen hier in der Ecke. Sonst weiß ich nicht, von wem die Schmerzensschreie kamen. Schauen wir mal. Mach einfach mal weiter. Ja. Dimitri sieht ihn nicht. Ich stehe mal auf. Er sieht ihn immer noch nicht. Renn mal hier so hin. Oh, oh. Keine Chance. Egal. Okay. Ich mache ihn mal schon bereit, wieder runter zu klettern. Yeah. Und mit Chris klettere ich schon mal wieder runter. Mit dem rede ich noch nicht. Hier zwischen sind ja auch noch 2. Das heißt, ich werde jetzt mal versuchen, hier auf dieses nächste Dach zu kommen.
und ein paar Leute hier lassen, weil ich nicht weiß, wie viele hier noch sind, ob das der einzige ist. Ja. Ja. Bin bereit. Vielleicht lasse ich Ira. Ja, vielleicht lasse ich Fox und Miguel dort. Sie. Miguel sieht ihn sogar. Sonst wäre er wahrscheinlich auch schon wieder aus dem Blick. Sehr schön, Miguel. Du gehst einfach wieder runter. Okay, und dann ist meine Runde schon wieder beendet. Okay. Da ist es gefährlich. Sehr sogar, und wir sehen niemanden. Okay, den hat's erwischt. Okay, sehr gut. Das haben die Milizen ganz gut gemacht mit ihm. Mit dem auch. Ja, aber dass die hier so eiskalt erwischt wurde, würde oder sagt mir jetzt, dass hier irgendwo ein Scharfschütze zu liegen scheint. Oder irgendjemand mit einem Jagdgewehr oder irgendwas. Sollte ich vielleicht nicht hier so rausrennen? Ich guck vielleicht einmal. Mal gucken, ob ich was sehe. Wenn ich da rauskomme. Erstmal gar nichts zu sehen. Einmal durchs Fernrohr. Aha. Schau an. Da haben wir einen. Okay. Machen uns erstmal wieder davon. Dann. Ja. Yep. Laufen wir mal hinten rum. Okay. Ja. Dimitri kommt auch noch runter. Da der jetzt hier erwischt ist, würde ich sagen, ich lass mal erstmal nur Fox Sie. Da. Dann war es auch schon wieder. Hier. Drehe ich mal noch in die richtige Richtung, aber der sollte da nichts mehr sehen. Es könnte natürlich sehr sein, dass der sofort den hier erledigt. Und er sieht ihn nicht. Der hat irgendein Gewehr mit Zielfernrohr. Ja. Okay, der hat auf den geschossen, auch richtig krass getroffen. Okay. Man kann es übertreiben. Mal gucken, ob er den jetzt gerettet hat. Ganz schön viele Milizen da oben. Hier. Okay. Das Tränengas ist weg. Der stirbt leider immer noch vor sich hin. Und der hier auch. Das ist schade.
Ich muss gucken, ob ich die vielleicht retten kann. Ob ich dafür Zeit habe. Hier ist einer drin. Der hat, glaube ich, auf jemanden durchs Fenster geschossen. Ich weiß nicht, auf wen der durchs Fenster geschossen hat. Hätte eine Idee. Ich mach mal da die Tür auf. Geh zur Seite. Ja. Renne mit Grizzly hier rein. Hock mich hin und ziel mal aufs Fenster, aber die AP sind zu niedrig, also lege ich mich erstmal wieder hin. Und Ira deckt die Rückseite. Da kommt, passiert nichts, denke ich. Sí. So, Miguel. Comprendido. Rennt dorthin. Ja. Dimitri hinterher. Oder schon bis hier. Hier. Und Chris kann mal auch sich hinhocken oder vielleicht sogar hinlegen. Und auf die Tür zielen. Wenn die jetzt aufgeht, dann kriegt Chris vielleicht eine Unterbrechung. Bin bereit. Mit Fox. Guck ich mal nochmal hier hin. Nichts zu sehen. Okay, bleib in Deckung. Wie geht's denn den Milizen hier? Gesund. Kann ich nicht anvisieren. Ich könnte mit Fox hier vielleicht gleich mal runterrennen und die hier verbinden. Also den, der stirbt und den, der stirbt. Damit könnte ich denen das Leben retten. Und Fox ist ja hier auch meine beste Medizinerin in dem Team, denke ich, mit 78. Denke auch besser als Ira noch. Ja. Das könnte ich gleich mal versuchen. Wenn es hier ruhig bleibt. Ich ziele einfach mal hier nochmal hier hin und warte noch eine Runde. Und dann war es das schon wieder. Hier. Eine Unterbrechung für Chris, genau. Wie erwartet. Jetzt schieße ich mal auf seine Beine. Vielleicht hat ihn leider nicht umgehauen. Ich hoffe, er rennt nicht wieder rein. Doch. Jetzt ist die Tür offen. Ey! Der hat eine Miliz gekillt. Eine Miliz, einen Zivilisten gekillt. Hoffe mal, das war kein Named. Grizzly sieht ihn. Aber er muss ja durch den da durchschießen. Ich versuch's einfach mal. Ob er da dran vorbeischießen kann an ihm. Kann er nicht. Ich lade den Spielstand wieder. Es macht keinen Sinn. Aber ich denke, er kann hocken bleiben und auf ihn zielen. Und falls der hier erschossen werden sollte, hat ihn Grizzly dann direkt im Visier. Yeah. Okay, ich trau mich mal mit Chris raus. Und mach hier nochmal den Blick nach da.
Und werde auf den schießen. Ist gut. Ira und Ja. Grizzly trauen, Dimitri trauen sich weiter vor. Sí. Miguel auch. Comprendido. Okay, den hat's auch erwischt. Der hatte zu wenig Aktionspunkte, dass er noch was machen konnte. Und jetzt wird er vermöbelt. Verdammter Mist. Verdammter Mist. Bin bereit. Also, hier hat sich nichts getan. Der ist noch am Sterben. Der ist jetzt gestorben. Der wurde erschossen von dem. Und ich renne jetzt mit Fox. Erstmal nur hier an die Was Kante. liegt denn da? Und dann hoffentlich bis zu diesem Haus rüber. Aber ich denke schon. Und versuche den noch zu retten. Okay, Chris hat ja schon Hier. gesagt, verdammter Mist, weil da jemand mit einem Zielfernrohr steht. Du hast so einen kleinen. Ich glaube, das würde für den Kopf passen. Bei dem kleinen Fadenkreuz. Ich mach's nochmal groß. Da ist es schon klein. Ist so winzig. Verdammter Mist. Warum sagt er verdammter Mist? Bist du verrückt? Okay, es gibt noch Gegner. Vielleicht, vielleicht. Hier. Bin bereit. So, Fox ist ja eigentlich eine schnelle Läuferin. Da ist noch eine Name drin. Okay, sie schafft es nicht, die komplette Strecke. Ich könnte hierher laufen. Und da müsste sie von dem Haus auch Verflixt. gedeckt sein, wollte ich sagen. Jetzt geh mal in die Knie, da ist noch ein Bösewicht. Okay, wenn das so ist, dann Hier. drehe ich mal Chris. Muss jetzt eh erstmal nachladen. Er sieht ihn nicht. Er kann halt einfach ins Blaue schießen. Okay. Ja. Sí. Claro. Okay. So. Die sind bewegt. Wer fehlt denn noch? Einer muss doch. Grizzly Ja. fehlt noch, natürlich. Aber der ist ja hier erledigt.
Kommt jetzt da erstmal nicht so gut weg. Ich renne erstmal mit ihm dahinter. Positioniere ihn neu. Okay. Jetzt kommen alle wieder zurück, weil die entdeckt ist. Oder der entdeckt ist, der Gegner. Auf der anderen Seite. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Ja. Okay, er ist noch da. Ich bin bereit. Versuch's doch mal. Fantastisch. Wie sie einfach immer trifft. Fox, du bist fantastisch. Okay, bleib mal noch hier. Ziel mal noch dahin. Ja. Du deckst das einfach mal mit, falls da jemand rauskommt. Ja. Grizzly. Ich schaff's nicht bis rüber. Dann bleib ich erstmal hinter der Tür. Versuche ich's gleich nochmal rüber zu rennen. Sieh. Nicht zu sehen. Auch nicht durch Zielfernrohr. Okay. Yep. Ja, nun wird's hier aber gefährlich. Schätze, ja, tatsächlich. Der wurde auch direkt, hat auch direkt Ira gesehen. Möchte ich jetzt nicht riskieren. Ich speichere mal und renne hinter das Gebäude. Okay, da ist der Feind. Noch mehr? Nee, sie hat ihn jetzt erst gesehen. Okay. Ja. Du deckst Ibra, falls er hier hochrennt, was er wahrscheinlich nicht tun wird, wenn dann wird das eher hier tun. Yep. Geh einfach mal mit ihr ein bisschen in Deckung. So, die drei und die anderen drei habe ich auch schon bewegt. Was war das? Leise von Süden wird bedeuten, der hat sich bewegt, aber er ist nicht wirklich näher gekommen. Nicht deutlich näher gekommen. Aber warum kommen die jetzt nicht einfach runter? Oder zu Ira? Hier. Okay, Chris hört den. Dreh mich mal wieder um mit Chris. Na, schau mal an. Wen haben wir denn da? Ich würde sagen, ich kann gut genug zielen. Super. Super. Okay, es waren noch immer nicht alle. Yep. Ira geht aufs Dach. Ja. Bis wo kann Chris sehen? Hier. Ziemlich weit. Ja. Sollte sicher sein für Dimitri. Ich kann ihn hier rüber rennen. Okay. Dann diese Seite decken. Sieh. Das ist auch safe. Okay. Bin bereit. Fox, du kannst ihn noch retten. Dann rennen wir so weit wir können. Was liegt denn da? Egal.
Alter. Wer macht diese Geräusche? Dimitri Leise von Süden. Das könnte der Zivilist sein, der in der Mine arbeitet. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Bin bereit. Der hört jedes Mal den. Also hier könnten immer noch mehr sein, ne? Aber zumindest wird da niemand mehr gesehen. Der ist wieder aufgestanden. Hat anscheinend wieder Aktionspunkte. Na, dann renne ich jetzt auf den zu. Weiter auf den zu. Jetzt bin ich fast da. Ja. Jetzt kann ich mal darüber rennen. Ja. Da ist erstmal nichts Interessantes. Habe ich jetzt auch nicht erwartet. Sie. Ja. Geh auch mit Dimitri nach oben aufs Dach. Dann. Ah, noch viel. Noch sieht er nicht viel. Erb. Ah, nichts zu sehen erstmal. Ist aber auch okay. Gut. Hier. Chris lädt nach. Wir laufen etwas vor. Weil er es sonst nicht bis dahin schafft, macht er das im Stehen und Rennen. So, und jetzt habe ich alle bewegt. Sie. Außer Miguel. Ich glaube, die Position bringt ihm nicht wirklich was dort. Ich gehe mal mit zu Ira und Dimitri rüber. So, Milizen haben Schmerzen. Frage ist natürlich. Ist Feind. Ah. Angreifen müssen. Wo? Ah, hier. Ah, das könnte natürlich sein, dass das jetzt die aus dem Nachbarsektor sind. Sehe ich jetzt in dem Fall anscheinend nicht. Dass die jetzt gerade reingekommen, also der gerade reingekommen ist. Das könnte sein. Ah, umso wichtiger ist es, dass Miguel hier nach unten kommt. Claro. Wenn da gerade eine größere Gruppe reingekommen ist, brauchen die hier Verstärkung. Okay. Ja. Sonst nehme ich mal an, hier wird nichts sein. Ich renne einfach mal mit Grizzly einmal durchs Haus. Ja. Da ist die erschossene Zivilistin. Da die keine Gegenstände hinterlassen hat, hoffe ich mal, dass die nicht wichtig war. Okay, kann ich noch bis darüber rennen? Leider nicht. Das heißt, Grizzly bleibt erstmal da stehen. Vielleicht sogar da hocken wegen des Fensters. Nicht, dass er da irgendwie noch erwischt wird. Bin bereit. So, und den? Okay, wir müssen erstmal ran. Jetzt muss ich die Pistole ablegen. Jetzt kann ich ihn verarzten. Okay, dann kann ich den noch am Leben halten. Mal gucken, ob jemand hier ist. Aber sonst nehme ich mal an, dass die eher hier in dem Wald noch sind. Vielleicht auch um das Polizeigebäude.
Hier ist ja dann niemand mehr gewesen von den Milizen. Vielleicht rufe ich die mal hier in diese Ecke. Ich schau mal einmal mit Ira nochmal richtig. So, guck mal hier lang. Erstmal nicht viel zu sehen. Ein Schritt nach vorne. Okay. Gut. Dann ist es erstmal so. Dann sage ich mal alle ausschwärmen ist vielleicht das Richtige. Weil da ist auf jeden Fall nichts mehr und wir wissen, oder nicht in der direkten Nähe, wir wissen noch nicht so richtig, wo noch mehr sind. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm. Okay. Die schwärmen irgendwie sofort aus. Und zwar wie verrückt. Okay, der schwärmte nicht. Er liegt weiter am Boden. Ja. So, und Dimitri darf mit ihm jetzt mal sein Glück versuchen. Oh ja, okay. Da sind noch ein paar mehr. Ich denke, so weit wird er keine Granate werfen können. Das ist die Verstärkung. Die kam aus dem Nachbarsektor. Den haben wir schon mal ganz gut erwischt. So, das bedeutet für uns, wir müssen auch Verstärkung nachziehen. Wie weit kann Chris zielen? Erstmal noch gar nicht weit. Ich muss einmal anvisieren. Kostet jetzt 2. Okay, so weit geht's. Wenn ich jetzt an die Ecke renne, dann ist es um die Länge länger. Reicht eigentlich noch nicht. Eigentlich müsste ich hier hin. Schaffe ich erstmal noch nicht. Hier erstmal hier hinter die Bank. Okay. Und dann können die tatsächlich an meine Position, würde ich sagen. Oder zumindest auf jeden Fall hierher. Und ich hoffe, sie kommen auch von alleine. Oh, und ich sehe auch gerade, nicht nur dort sind Gegner reingekommen, auch von Süden. Denn er hier hat direkt bei sich einen Gegner. Die müssten gerade reingekommen sein. Das heißt, Fox steht da auch sehr gefährlich. Ich lasse sie mal noch fertig verarzten und dann muss sie definitiv hier zurück. Und dann erstmal hier auf das Dach. Dann könnte ich mit Grizzly dazukommen, vielleicht. Ja. Schon ist er erledigt. Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Mhm. Och. Nicht gut. Was machen die denn da? Und die bewegen sich jetzt zumindest mal in die richtige Richtung, aber die anderen voll in die falsche Richtung gelaufen.
Okay, Miliz ist fertig verbunden, das ist gut. Bin bereit. Das hat viel Verbandsmaterial gekostet. Hab ich. Ist immer nicht so schlimm. Ab dahin mit dir. Und. Ja. Grizzly. Kommt hier hin. Oh, die dürften nicht weit weg sein. Hier. So, Chris. Ich mach folgendes. Ich mach die Tür auf. Oh Gott, die ist. Verdammter Mist. Die ist verschlossen. Na dann nicht. Yep. Ja. Okay. Yep. Speichern. Ja. Verdammte Scheiße. So, wir schauen mal, wie weit er werfen kann. Er ist ja eigentlich unser Grenadier. Das sieht nicht gut aus. Also er ist der Experte im Granatenwerfen, aber die sind zu weit weg. Verdammte Scheiße! Da ist schon jemand sehr nah. Verdammte Scheiße! Immer mit der Ruhe. Um die kümmern wir uns. Gott. Alle sehen ihn. Dann schieße ich nochmal. Yep. Ira muss zurück, die muss ich gleich mal verarzten. Sie. Und mit Miguel lege ich mich mal eben auf die Lauer, falls der hier hochkommt. Ja. Das war's dann schon wieder. 3, 6. Gar nicht gut. Gut, wir alle sterben zusammen. Ich sie sehen. Okay, der rennt zurück. Und er schießt seinen Partner. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Okay, Dimitri bewegt sich gleich gar nicht mehr da oben. Der hat zwar immer. Oh Gott. Hallo, Murmeltier. Ein frohes neues Jahr, Nike. Und ein gesundes. Wünsche ich dir. Schön, dass du auch noch reinschaust. Nee. Die Position ist mir zu gefährlich, ehrlich gesagt. Aber im Süden ist noch nichts zu sehen. Aber wenigstens verteilen sich die Milizen jetzt wieder gut. Hier. Okay, gut. Ja. Oh, verdammt. Dimitri hat so viele Aktionspunkte verloren, er kann sich nicht bewegen. Ich muss neu laden, sonst ist er tot. Ich weiß nicht, wann ich gespeichert habe. Ist noch nicht so lange her. Ist okay. Ja.
Ich muss mit ihm da zurückweichen. Ich muss mit Ira da zurückweichen. I'll be back. Machst du wieder los? Nike, schön, dass du da bist, warst. Danke für deine Kanalpunktaktion. Sie. Sie wird immer noch gesehen. Sie wird immer noch gesehen. Ich mag es nicht. Es sind die beiden, die auch Miguel sieht. Ich werde mal versuchen, auf den zu schießen. Der andere ist... Ja, sehr gut. Und der andere ist jetzt ziemlich angeschlagen. Hier. Okay, vielleicht muss ich gleich nochmal neu laden an der Stelle. Ansonsten... Bin bereit. Ist es ja wirklich... Ja. Der Speicherstand kurz vorher. Nur, dass ich Dimitri jetzt zurückgezogen habe. So, und jetzt sind es deutlich mehr Gegner. Ich weiß jetzt nicht, wie die Miliz jetzt reagiert. Shit! Okay, jetzt ist... Na, solange ich jemanden sehe, kommen die wahrscheinlich. Viel Spaß im Lurk, Nike. Falsche Richtung. Okay. Ja. Der hat zumindest noch jemanden gefunden. Und zwar die beiden. Leider der letzte Söldner. Hier. So, runter mit dir. Zielen. Und Chris sieht nichts. Krass. Ich gehe mit Ira noch weiter zurück. Sie sieht den da. Sie muss sich verarzten. Versucht es jetzt einfach mal so. Sie. Auch den da. Schieße ich mal auf den. Oh nein, er kann sich nicht hinlegen. Ja. Okay, mit Dimitri nochmal gucken. Verdammt, die Scheiße! Er sieht alle. Schießen mal auf den, der sich da zu bewegen versucht. Treffen den davor. Es sollte zum Hinlegen trotzdem reichen. Okay. So, das ist hoffentlich nicht so schlimm. Bin bereit. Mit Fox. Wenn ich hier an die Ecke. Hier. Ja. Grizzly geht aufs Dach. Der hat die gesehen. Der andere Zeit noch nicht. Kämpfchen. Okay, jetzt sieht Grizzly den auch. Gut, von dort aus kann man also auch noch was machen. Vielleicht. Schauen wir mal gleich.
Okay, Chris kriegt seine Chance. Leider nicht mehr so viele Aktionspunkte. Sollte passen. Ich sehe Soldaten hier. Verdammter Mist! Kommt ruhig näher. Chris Reichweite. Okay. Sehr gut. Schöne Granate. Jetzt kommen sie hoffentlich. Wo klar ist, wo die Gegner sind. Naja. Ich weiß nicht, was die da machen. Ich glaube, die wollen kuscheln. Und sich auf jeden Fall irgendwie nicht weg voneinander. Hier. Der hier so leidet, ist derjenige, den ich verbunden habe mit Fox. Bin bereit. Schade, jetzt ist da niemand mehr zu sehen. Vielleicht. Bin bereit. Na, ich schau mal in die Richtung. Ja, sie kann ja eh nichts mehr machen, wenn da jemand rumkommt, aber... Hier. So, mit Chris könnte ich... den, der am nächsten ist... noch eine Kugel mitgeben. Sogar eine schöne Kugel in den Kopf. Ui. Super. Der ging glatt durch. Okay. Ja. Das war wirklich ziemlich super, Chris. Sie. So, Miguel bewege ich mal etwas nach vorne. Oder wenn ich jetzt hier lang gucke, sieht er dann was? Oder ich ziele dahin. Das wäre eine Möglichkeit. Nee, ist mir zu gefährlich, ehrlich gesagt. Ja. Kurz speichern. Verdammte Scheiße. Dimitri nochmal hochgucken lassen. Die sind alle noch gesund oder stark, einer sogar. Nicht getroffen. Dann bleib unten. Miguel. Sie. Mierda. Kommt dahin. Zieh mal in die Richtung. Dann runter. So, wer war noch nicht dran? Bin bereit. Alle waren dran. Ja. Oh. Zeit für ein Kämpfchen. Toll, Ira hat nochmal was abbekommen. Dafür bekommt Grizzly jetzt eine Unterbrechung. Immerhin. Trifft aber nicht. Verdammter Mist! Verdammter Mist! Okay, die verteilen sich besser. Jetzt kommen sie auch von Süden. Granate. Nicht so gut erwischt, aber hat ihn umgehauen.
Jetzt kommt mal alle runter hier. Auch die Kuschelgruppe, bitte. Haben sich als Kuschelgruppe weiter nach Süden bewegt. So, ist Ira jetzt mit der neuen Wunde verbunden? Ist sie. Ich leg sie jetzt da oben hin. Die soll sich erstmal ausruhen. Ich hoffe, sie wird jetzt da nicht mehr getroffen. Ja. Ich hatte vorhin schon eine Idee, aber ich fürchte, jetzt sind alle dort weg. Verdammt, die Scheiße. Sieht danach aus. Das sieht aus, als sei das ein Fass oder sowas. Vielleicht kann man das in die Luft jagen. Oder das auch. Beides vielleicht. Also das würde ich sagen, fast sicher. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich würde sagen, ich versuche das einfach mal mit einer Granate. Ich fürchte ich hinstellen. Verdammt, die Scheiße! Okay, da sind noch ein paar mehr. Ich werfe einfach mal die Granate dorthin. Ich stolz sein. Gut. Nee, ist nichts weiter mit hochgegangen. Er hat noch einen Kraftpunkt gewonnen. Sieh. Ich sehe nur den. Also schieße ich nur auf den. Gut. Chris muss nachladen. Dann schieße ich mal auf diesen und hoffe, dass ich vielleicht den auch noch erwische. Mal gucken. Super. Okay. Ja. Sehr gut. Okay. Grizzly hat getroffen. Ist ja auch immer was Besonderes. Wenn Grizzly mal trifft. Scheint noch relativ ungefährlich da oben zu sein. Ich habe alle bewegt. Mist. Ja. Na, die kann er leider nicht nutzen. Ja. Die kann er auch nicht nutzen. Ja. Die auch nicht. Die verrückten Milizen. Dampfgasgranate dahin ist nicht so verkehrt. Hat sie leider nicht richtig getroffen. Noch so eine kleine Knipse. Also wir haben hier unten noch Gegner.
Mindestens die beiden. Irgendjemand wurde am Bein getroffen und ist umgefallen. Eine Miliz. Welche soll das gewesen sein? Hat sich wahrscheinlich wieder hingestellt. Also mit dem Senfgas blockt er die drei jetzt hier erstmal krass. Die Miliz müsste sich eigentlich wieder hingestellt haben. Okay. Wir laden nach. Ich nehme jetzt mal den, der hier am nächsten ist aus dem Rennen. Jetzt spare ich auch noch ein bisschen. So viel dazu. Dafür treffe ich dann nicht. Okay, und Ira kriegt eine neue Rolle. Ira kriegt jetzt nämlich die Rolle, dass sie aufpassen muss, ob jemand aufs Dach kommt. Ja. So, ich speichere an der Stelle nochmal. Er sieht jetzt niemanden mehr. Wir wissen ja, wo sie sind. Wir könnten einfach mal ohne zu sehen trifft aber alles leider immer nur ein. Ich stelle ihn hin. Verdammte Scheiße! Sie sind gut verteilt, muss man sagen. Hilft jetzt so nicht wirklich. Die komme ich nicht ran hier vorne, ne? Komme ich nicht ran. Die beiden käme ich, wenn ich die Granate werfe. Das ist eine Vakuumgranate. Die haut die erstmal nur zu Boden. Die sind jetzt in der nächsten Runde quasi raus. Sie. Da die jetzt aufs Dach kommen könnten, bewege ich mal Miguel gar nicht. Ja. Oh, er sieht diese beiden, nicht die hier unten. Sehr schön. Dann gehe ich nochmal auf den anderen. Auch sehr schön. Da aber die Wand gestriffen. Bin bereit. Sieht auch diese beiden. Gut. Okay, hab alle bewegt, außer Miguel, mit Absicht nicht. Das sieht nicht gut aus. Immer mit der Ruhe. Riss Blei. Verdammt. Der war gut. Verkriecht sich erstmal. Okay, da kommt noch Tränengas dazu. Und noch eine Granate. Oh, kommt doch runter, Mann. Die Kuscheltruppe. Die hauen wieder ab. Sie gehen wieder nach Hause. Bin bereit? Okay, irgendjemand hat es jetzt umgehauen. Ja, den hat es umgehauen, weil der jetzt im Senfkast liegt. Das ist schön. Hier hat es auch jemand umgehauen.
und weiß gar nicht so recht warum. Schlaf gut. Da habe ich nichts mehr gehört. Good night. Ja, sind ganz schön viele Gegner. Kann man jetzt sehen, wie viele es sind? Nein. Okay. Lassen wir erstmal Fox ran, da ich sie eh schon ausgewählt habe. Der steht da nicht mehr auf, den brauche ich mich nicht mehr. Um den brauche ich mich nicht mehr kümmern. Also nehmen wir mal den. Fox trifft nicht. Geht doch. Damit ist er auch kritisch. Schlaf schön. Und das war's mit ihm. Ja. Grizzly sieht nur noch den. Das war's mit dem. Hier. Chris. Schlecht. Den hat's umgehauen, der ist tot. Na, den hatte ich mit der Vakuumgranate auch umgehauen und anscheinend hat den ein Miliz richtig erwischt. Der ist noch stark. Wir gucken mal, dass der liegen bleibt. Setze ich alle ein. Hi, Stuff. Na? Happy New Year. Ja. What up? Yep. Okay. Aira soll weiter diese Seite hier, die Kante kontrollieren. Ja. Sie. Und ich lasse mich gerne mal hochgucken, der sieht nichts, weil die sind alle viel zu nah. Ich kann ihn nur aufstehen lassen, damit er was sieht. Ich könnte vielleicht so eine kleine Minigranate werfen. Hierhin. Ob der trifft? Wir speichern. Nicht gut getroffen. Aber okay. Yes. Ja. It's too dangerous here. What version of 1.13? I don't know. Actually, I don't know. Because it's an old version. And I never updated it since, I guess, 5 years or so. This version. 4870. I don't know. Okay. Verwundet. Den geht's wahrscheinlich... Oh, den geht's auch nicht mehr so gut. Ich gebe dem mal noch eins mit. Dann lege ich mich wieder hin. Okay, wer war noch nicht? Aira. Und das bleibt auch erstmal so. Perfect for multiplayer, okay. Interesting. This is the one which you are playing with your buddy. So, okay. Vorsicht, Kugel. Daneben. Jetzt habe ich es gesehen, dass er am Bein getroffen wurde. Ja.
Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Bleib da stehen. Okay, die kriegen auch eine Senfgasgranate. Ich hoffe, die bewegen sich da fort. Können sie nicht mehr. Das war eine gute Kombination. Hier ist wirklich viel Blei in der Luft. Kommt, Kuscheltruppe. Ich glaube, die bewegen sich immer nur so runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. In der nächsten Runde müssten sie wieder hochgehen. Okay. Schade. Hier. Er ist nicht da geblieben, aber er hat hier eine ziemlich böse Aktion mit denen gemacht. Die werden, fürchte ich, beide in dem Senfgas liegen bleiben. Das war wirklich mal ein sehr guter Schritt der Gegner-KI. Oh, der stirbt. Ich gehe auf den. Oh, super. Later versions like 9 are better for single player. There is so much new stuff added. Yes, I know, for example, that you can... what's the word? You can grab your teammates, which are paralyzed, and you can pull them over the floor into a safe position. This is somehow cool. So if somebody is down, you can still save him. This is very good. But other stuff too. But it's not possible to update the version and play the same save game. And so I didn't do that. Genau. Also ich habe jetzt nochmal gesagt, in den neueren Versionen gibt es noch eine Funktion. Falls ein Spieler am Boden liegt. I do like them. Falls ein Spieler am Boden liegt, kann man in der neuen Version den auch noch packen und zurückziehen, zum Beispiel irgendwo in Deckung ziehen und den so auch noch retten. Das geht hier noch nicht, aber das ist ziemlich cool. Also das ist, die Animation davon ist richtig schlecht, weil man geht halt wirklich nur dahin und dann schleift man den so in der Nähe mit sich. Weil es dafür keine Animation gibt. Das ist einfach nur die Funktion, wurde hinzugefügt, aber keine Animation. Aber es ist cool, dass es geht. Und weil es würde ja in einem richtigen Kampf auch gehen. Von daher ist es cool, dass es geht. Aber ich kann's, ja. Ich kann halt zu dieser neueren Version nicht updaten, da man den Speicherstand nicht updaten kann. Also der Speicherstand ist an die Version gebunden. Und da müsste man halt komplett von vorne anfangen. Und deswegen macht es keinen Sinn. Bin bereit? Leider. Kann man diese neuen Features leider nicht mitnehmen. Kommt. Trefft ihn schon. Yes. Okay. Yes, I like Vanilla too, but I actually do like this version even more. André, schlaf gut. Schlaf gut. Ja. 11:30 ist ja spät genug. Schön, dass du da warst, André. Bis demnächst.
Und mach mal einen Vorschlag für einen neuen Termin. Gerne. Gern auch mit Arak. So, und Minigolf. Okay, muss aber nicht. Wie ihr mögt. So, Ira bleibt jetzt doch nicht mehr so ganz zurückhaltend. Ich guck mal wieder ein bisschen mit ihr rum. Ich sehe noch nichts. Sie. Die scheinen ja nicht hochkommen zu wollen. Zumindest noch nicht, solange der da noch lebt. Weil sie wollen ja irgendwie durch die Fenster auf ihn schießen. Ja. Und von daher Verdammte Scheiße. kann ich mich hier noch bewegen. Der ist nur verwundet. Dann gehe ich mal auf den. Jetzt ist er mehr als verwundet. Sie. Miguel. Ja, die wären hier mal gut, ne? Nehmen wir noch den. Sehr schön. Und wieder runter. Wer will noch mal? Niemand. Okay, das ist echt übel für die beiden hier. Ich hoffe, die liegt noch weit genug weg, aber ich fürchte auch nicht. Oder sie kommt wieder zu sich. Bei der sehe ich schwarz. Aber das ist gut, dass er sich hinlegt. Wer mache diese Geräusch? Jetzt kann er nicht mehr durchs Fenster beschossen werden. Ist erledigt. Unterbrechung kann ich nicht nutzen. Verdammter Mist. Der betäubt noch mehr und gibt wieder Entdeckung. Na, jetzt gehen sie wieder hoch. Kuscheltruppe geht wieder hoch. Ja, can't say. If they would attack Hamus, but I guess he was wounded. So I guess they attack him. In my case. Okay, dann nehmen wir jetzt den aus dem Spiel. Den trifft ja irgendwie keiner. Na, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn er noch lebt, weil kommen nicht noch mehr Leute so nah an das Senfgas ran? Operation gelungen. Patient tot. Hätte halt auch mich einfach nur hinlegen können und warten können, dass der hier wieder um die Ecke kommt, ne? Ja, jetzt ist es spät. Bin bereit. Okay, Fox, komm mal hier runter. Ich denke, du brauchst dein Gewehr. Und dann müssen wir mal nach denen hier unten schauen. Wir sehen nichts. Das ist schon mal nicht cool. Das suchen wir gleich nochmal. Ja. Du kannst erstmal weiter in der Richtung aufpassen. So, Sie. dann Ja. Schauen wir mal mit Dimitri wieder. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, was? Die sind beide kritisch.
vorsichtig wären die anderen. Ich lasse ihn mal hier. Sieh. Und geh runter mit Miguel. Bereite ihn schon mal vor, dass ich mich hier so hinlege, in die Richtung schaue. I don't know. I tried multiplayer somehow in the past time with vanilla. So, like, I met with a friend and we shared the mercenaries. Also possible. Okay. Ja, das war's soweit. Oh. Noch eine Senfgasgranate. Äußerst ungünstig für die beiden. Nichts mit anfangen. Ich hoffe, der rennt. Er rennt leider wieder raus aus dem Bild. Nicht so gut. Jetzt kann die Kuscheltruppe mal eingreifen. Aber, nee. Aber nein. Vielleicht auch nicht. Hockt euch einfach in die Nähe des Senfgases einfach so ein bisschen hin. Danke, dass du weggehst. Danke. Okay, die sind tot. Die ist tot, die auch. Die haben keine Chance. Okay, Chris sieht leider keine guten Gegner. Ich ziele mal hier lang. Geht nicht. Verstanden. Was ist das? Okay. Sieht auch nicht gut. Sieh. So, Miguel ist schon bereit, um auf den zu schießen. Mierda. Das machen wir jetzt. Muss mich aber wieder... Klappt nicht. Machen wir nur einen Kopfschuss. Okay. Und geh wieder weg. Ja. Dimitri, siehst du? Siehst du den denn nicht? Verdammte Scheiße. Okay. Ja. Autsch.
Okay. Dann versuchen wir das mit dem. Sehr wenig Treffer, leider. Nur ein. Aber gut. So, dann Bin bereit. Fox. Fox sieht die da unten nicht. Geht mal ein nach dort. Immer noch nicht. Okay. Ah, okay, doch. Gut. Nur falsch gezielt. Dann würde ich mit Ja. Grizzly einfach mal dazukommen. Er sieht aber nichts, erstmal. Die sind aber beide noch stark. Ich versuche mal. Das sind eigentlich 43. Ich versuche. Verdammt. Reicht nicht. Okay, nächste Runde. Verflixt. Verflixt. Vorsicht, ich habe etwas gehört. Hier. Ja, kann er leider nicht nutzen. Nichts getroffen. Nichts getroffen. Der ist jetzt auch so nah in das Senfgas reingegangen, dass es ihn auch erwischt. Die ist tot, die ist bald tot. Ich hoffe, er kommt da noch raus. Und ich hoffe, der geht nicht auch noch rein. Also, der ist kritisch, der ist verwundet, er wurde nicht getroffen. Chris kann nur auf den schießen. Ja, dann soll er das jetzt machen. Keine Muni mehr. Sie. Miguel. Mierda. Wieder einer, der seine Lektion gelernt hat. Genau. Genau so ist Ja. es. Okay, diesmal kriegen die keine Unterbrechung. Da ist einer nur verwundet. Den versuche ich zu Verdammt, die treffen. Scheiße. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Ira kann den sehen. Dann versuchen wir es. Ah, nicht so viel, die muss ich noch hinlegen. Schade. Bin bereit. So, Fox, jetzt aber. Viel zu stark. Zu schade.
Das war sehr gut. Denke ich. Stirbt. Geh da weg von dem Senfgas. Und ich habe alle bewegt. Gut. Nur einen Schritt weiter. Oh, und der geht auch so nah ran. Jetzt ist sie erledigt. Er ist weit genug entfernt, denke ich. Und der steht auch drin. Bin bereit. Wir versuchen es noch mal. Sie. Okay, Miguel. Acht brauche ich noch. Gut. Ja. Verdammt, die Scheiße. Immer mit der Ruhe. Du ruhst dich noch eine Runde aus. Okay. Die wollen sich aus dem Staub machen. Und er rennt auch noch in das Senfgas rein. Jetzt ist er auch umgekippt und erleidet Schaden. Okay, aber zu seinem Glück und zu ihrem Glück ist es jetzt weg. Ich könnte... Die
steht auch richtig schlecht. Ich könnte hier hinrennen mit Fox wieder und versuchen, die zu retten. Aber dazu müsste das hier safe sein. Was es noch nicht ist. Sie. Mierda. Ich schieße mal eher auf den. Brauche wieder 8 zum Entkommen. Schade. Hier. Nix. Den sehe ich natürlich. Und die beiden. Yep. Das kann ich jetzt vielleicht mit Ira. Nee. Leider ja. Nicht. Versuchen auch nochmal den zu treffen. Auch nicht. Okay. Gut. Nicht so gut. Bin bereit. So, die sind ja da unten ziemlich angeschlagen. Ich schnapp mir jetzt die Pistole. Hab ich. Ja. Er sieht den, das ist gut. Einer weniger, genau. Der andere müsste hier immer noch sein. Ich kann mal mit Grizzly versuchen, den ins Visier zu nehmen. Als er da rauskommt. Okay. Und dann habe ich wieder alle bewegt. Ich hoffe, hier passiert nichts. Na, die kann ich nicht nutzen. Nochmal eine Senfgasgranate. Ich muss, glaube ich, mein Headset laden. Ist auf jeden Fall gerade was gepiept. Das war vielleicht das Signalpiepen. Lade dein Headset. Hey, renn doch da rein. Was soll schon passieren? Okay. Runde ist vorbei, aber ich muss jetzt erstmal das Headset anschließen. Ja, ich wollte zeigen, dass es wie wild blinkt, aber konnte ich nicht. Denn nachdem ich das Kabel drin hatte, hat es natürlich nicht mehr geblinkt. Okay, aber es war das Headset. Hier. So. Jetzt aber, Chris. Super. Der ist weg vom Fenster. Sie. Ja. Dimitri. Versuch's doch mal nochmal mit dem. Soll nicht sein. Ich glaube, es ist recht sicher jetzt. Wir bewegen uns noch einen vor. Gehen dann erst runter. Sie. Und Miguel, der sieht den halt, wenn ich hier rumkomme.
könnte eigentlich mich mit ihm auf den Boden legen und dann in der nächsten Runde versuchen, auf den zu schießen. Hier. So, ich glaube, das Senfgas ist im Haus. Ich glaube, der hat das in das Haus geschossen. Ich weiß nicht, ob das aus dem Raum austritt, sozusagen. Mal sehen. So, dann hätten wir Fox. Bin bereit. Dann vom Dach kommen. Ja, auf die wird nicht geschossen da hinten. Oh. Die sollte aber rennen. Und Ira. Ja. Geh mal da lang. Nichts zu sehen. Pass einfach auf. Du zielst mal da lang. Und jetzt sieht sie den auch. Okay. Kann aber nichts mehr machen. Das war wieder mal eine ganz gute Vakuumgranate. Wie läuft der da? Oh nein! Unglaublich. Senfgas, Senfgas. So viele Senfgasopfer. Okay. Dann ist es eben so. Hier. So. Ist da noch jemand? Nee, der stirbt. Ich guck mal in die Richtung. Da ist genauso nichts zu sehen. Ira kann auf den schießen. Der ist aber zu weit weg. Tauschen mal die Waffen. Sehr gut. Das gefällt mir. Ja, mir auch. Ja. Okay, dann. Sie. Hätten wir Miguel, wir müssen. Ah. Hilft nichts. Jetzt sieht er ihn nicht mehr. Kletter ich wieder rauf? Kletter ich eben wieder rauf? Ja. So, Dimitri sieht ihn. Trifft wieder nicht. Machen Sie mal so. Sollte reichen. Fox. Bin bereit. Wir versuchen, die zu retten. Jetzt rennen aber auch. Toll. Ja. Und Grizzly kann nur abwarten. Ja, ich fürchte, der ist auch tot. Ah, es könnte verschwinden jetzt noch rechtzeitig. Mal schauen. Okay. Bin bereit. So, Fox muss wieder die Pistole ablegen.
dann geht noch nicht. Ja, da kommt eigentlich niemand mehr. Ich denke, die sollte sicher sein. Ja. Der ist erledigt. Es ist niemand mehr zu sehen. Du auch nicht mehr. Passt einfach noch ein bisschen auf. Erledigt vielleicht den. Nicht in dieser Runde. Sie. Kann ja vielleicht Miguel machen. Das kostet zu viele AP. Also macht das nicht. Und Ira hat schon AP verbraucht. Grizzly bleibt dabei. Chris kann leider aktuell so nichts machen. Ich werde mal dahin rennen mit ihm. Verstanden. Dann schauen wir nochmal nach unten. In der nächsten Runde. Tvaronhose kannst du haben, auch zweimal. Wenn dir das wichtig ist. Bin bereit. So, kannst du sie noch retten? Mit zu wenig Verbandsmaterial? Ja. Niemand zu sehen? Yep. Ja. Okay, Error macht es nicht. Gut. Tatsächlich. Gut. Sie. Miguel. Gehe ich runter. Und ich muss vielleicht... Hier. Okay, das Tränengas ist weg. Aber Grizzly sieht da trotzdem leider nicht viel. Halt die Frage, ob er noch da ist, überhaupt. Nichts zu sehen. So, ansonsten ist halt noch der... Mehr sehe ich nicht. Jetzt ist er erledigt. Verflixt. Ja, wir haben es ihnen gegeben. Ich liebe das. Okay. Wir haben es geschafft. Bin bereit. Gib deine Pistole wieder auf. Und dann würde ich sagen, wir treffen uns... Es ist eine traurige Stadt. Neben der ganzen militärischen Scheiße arbeiten die Leute in den Minen Tag ein, Tag aus. Das Problem ist, dass sie einen ihrer Totschläger hier postiert hat. Die Leute haben keine andere Wahl. Mhm. Bin bereit. Sie hat also einen ihrer Totschläger hier postiert. Na, toll. Das könnte ja vielleicht... Ja.
der Typ sein. Sie. Ja. Bin Sie bereit? Der da als Zivilist durch ja die Gegend. Okay. Ja. Durch die Gegend läuft. Ja. Okay, ich zieh mal alle. Ja, Miguel. Okay. Sie. Miguel nicht. So, speichern wir. Wir haben es geschafft. Wir haben den letzten Sektor geholt. Und wir müssen. Einer ist nach Süden abgehauen und einer nach Osten. Von den Milizen. Ich verteile mal ein bisschen um. Nehme hier mal ein paar Grüne raus. Und hier auch. Ups. Und steck die hier noch ein. Und da. Okay, mehr sind ja nicht. Jo. Gut. Wir konnten die auch retten, die eine hier. Denke ich. Die ist sogar befördert worden, so wie es ausschaut. Aber es sind doch einige gestorben. Ja. Dann heben wir mal den Rucksack auf. Alt, SRG. F. Ja, war's. Ja. Glück gehabt, war richtig. Und dann reden wir. Reden wir mit den Leuten. Sie. Erstmal mit dem Minenarbeiter. Was hat er dazu liegen? TNT. Und Fernzünder, okay. Hi, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Matt Duncan, ich bin hier der Boss. Hallo, Matt Duncan. Meine Mine gehört jetzt Ihnen. Bin nicht gerade unglücklich darüber. Wird mir ein Vergnügen sein, aus dem alten Loch dem letzten müden Dollar rauszuquetschen, wenn das die Herren ins Grab bringt. Ich werde sehen, wie viele der Arbeiter mir noch folgen. Es wird aber nicht einfach werden, sie zu überzeugen. Alma gehört praktisch der Army. Die Leute hier haben jahrzehntelang vom Militär gelebt. Don't get me wrong. Wir hassen die Army. Und wären sie nur zu gerne los. Aber die Leute hier haben Angst. Und bloß weil hier eine Fremde auftaucht, können wir noch lange nicht vergessen, wo wir sind. Sie werden die Taten für sich sprechen lassen müssen. Wenn die Leute erst gemerkt haben, dass es ihnen ernst ist, werden sie sie unterstützen. Aber sie werden wieder für die Herren arbeiten, wenn sie die Mine verlieren. Es gibt da was, das sie tun können, um die Arbeiter auf ihre Seite zu bekommen. Sie können meinen Bruder aus dem verdammten Knast in Tixe befreien. Er ist unschuldig hinter Gittern. Er musste mit ansehen, wie die Army sein Kind getötet und seine Frau vergewaltigt hat. Und das alles wegen nichts. Greg sitzt absolut grundlos in diesem Höllenloch. Er ist bei den Leuten hier unten sehr beliebt. Wenn sie ihn befreien, ist das für die Stadt eine große Sache. Und für mich noch mehr. Okay, haben wir mal wieder was von Tixer gehört und das ist sein Bruder. Also einer, also sein Bruder sitzt dort im Gefängnis. Das ist interessant. Ich kümmere mich nur um das, was unter die Erde vorgeht. Was oberhalb der Grasnarbe abgeht, ist ihre Sache. Alles klar. Ja, sehr schön. Wir haben eine neue Mine. Immerhin schon 49% Loyalität. Das bringt uns. Boah, ich kann gar nicht mehr erkennen. Ah. Ja, jetzt noch nicht so viel ein. Ist keine so effiziente Mine, so wie es ausschaut. Die wird ähnlich viel produzieren wie die in Drassen. Also nicht so viel. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts.
Okay. Sie. Der ist auf unserer Seite. Sie. Schauen wir mal, wer noch da ist. Ja. Da ist natürlich immer Grizzly hilfreich. Okay. Und Chris auch. Alles klar. Ja. Verdammt. Dachte schon, er kriegt das Tor nicht auf. Was ist denn da los? Mach weiter so, Teddybär. Nichts. 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 Mach weiter so, Teddybär. Sie. Ja. So, da muss ich aufpassen. Bei solchen Truhen können ja auch Fallen dran sein. Nichts. Eine Falle dran und einfach leer. Okay. Nichts. So, der ist jetzt hierher gekommen. Auch ein sehr leeres Haus. Nichts. Ja. Verdammt. Versuch's nochmal. Verdammt. Versuch's nochmal. Mach weiter so, Teddybär. Gut. Geld. Ja, wobei, das Geld nehme ich vielleicht lieber gleich raus, dann kann ich es nämlich gleich einzahlen. 2000 ist gar nicht schlecht. Ich meine nicht, dass ich das brauchen würde. Plumpsklo. Okay. Nächstes Haus. Hier. Alles klar. Hey. C18. Alles klar. Ein Sprengstoff. So, Chris hat er jetzt genug Erfahrung, um da reinzugucken? Schauen wir mal. Ja. Nichts. Inzwischen. Ich hoffe, Sie haben einen triftigen Grund, mich zu stören. Meine Herren, ich glaube ja. Es scheint, dass diese Söldner, obwohl sie nur eine kleine Gruppe sind, doch sehr gut ausgebildet und ausgestattet sind. Sie haben vor kurzem Alma eingenommen. Alma? Alma, Alma! Elliot, Sie Schwachkopf! Dort ist das verfluchte Trainingsgelände! Was machen Sie eigentlich? Schlafen? Und die Mine? Oh, Elliot, was nun? Setzen Sie alle Kräfte ein. Wir dürfen nicht unterliegen. Ich stelle Ihnen die besten Waffen zur Verfügung, oder etwa nicht? Die beste Ausrüstung, das beste Training und die besten Soldaten, die man für Geld bekommen kann. Und trotzdem erzählen Sie mir, wir haben eine Stadt, eine Mine und ein ganzes Trainingsgelände an einen Haufen verlauster Söldner verloren? Ja, Majestät. Das glaube ich einfach nicht. Wenn wir noch einmal versagen, wird der Teufel los sein. Sagen Sie das den Soldaten. Ich will, dass diese Söldner sterben. Wissen Sie eigentlich, was mich der Verlust der Mine kostet? Ja, Eure Hoheit. Sehr viel. Mehr als in Ihrem ganzen Leben verdienen werden, Elliot. Ach übrigens, ab jetzt können Sie Ihren monatlichen Scheck vergessen. Und jetzt raus hier, ich muss nachdenken. Wie ihr befehlt, Eure Hoheit. Okay. Also da ist gerade keine so gute Stimmung. Okay.
Okay, hier sind noch zwei Truhen. Sie. Der Zivilist ist nicht mehr da. Ja. Nichts. Sie. Also nicht mehr in dem Raum. Da ist er. Ja. In dem Raum, in der Bar. Okay. Ja. Gut, ich versuche mal hier das zu öffnen. Verdammt. Sieht so aus, als hätten wir ein Problem. Genau, das dachte ich mir schon. Dass das wahrscheinlich mit einer Falle versehen ist. Super. Aber er hat's hinbekommen. Verdammt. Sieht so aus, als hätten wir ein Problem. So, hier haben wir das Gleiche. Super. Super. Sehr schön. Okay. Dann gehst du hier hin. Sie. Ja. Alle anderen auch irgendwie? Ja. Nichts. Stopp. Sie. Brauche Miguel hier? Nichts. Ja. Hm? Geld. Ich hab's. Nehmen wir. 75 stehlen wir der armen Frau. Nichts. Brauchen wir zur Befreiung. Liebe Dame. Sie. Was willst du von mir? Was du Artus, bitte schieße nicht. Ich mache dir kein Problem. Ich muss langsamer machen. Okay, nee. Chris. Ja, ich will dir nichts tun. Natürlich nicht. Ich weiß, es ist nicht deine Aufgabe. Aber ich wüsste nicht, wen ich sonst fragen kann. Die Herrin tut nicht dagegen. Und letzte Nacht starb wieder eine kleine Junge. Er war nur 5 Jahre alt. Ah, ich rede. Und du hast es nicht einmal gehört. Unsere Kinder, 4 von ihnen, sind von Blattkatz getötet worden. Und wir, was können wir schon tun? Vielleicht kannst du uns helfen. Sie haben ihre Höhle östlich von meinem Haus. Wir haben die Hoffnung, dass du sie für uns töten kannst. Okay. Die Leute reden über dich. Und über die Blattkatz. Gut, ich rekrutiere dich. Nicht in meinem Zustand. Ich kann nicht. Du musst die Blattkatz mit mir töten. Okay, also wir haben jetzt noch zusätzlich im Osten, östlich von ihrem Haus. Das würde ja eigentlich bedeuten hier, würde ich denken. Wenn das ihr Haus in der Stadt ist. Gibt es da noch eine Blattkatz-Quest? Es gibt die Gefängnis-Quest und die Bloodcat-Quest. Und ich hatte im Logbuch zurückgeblättert und mir ist aufgefallen, dass diese Pharma-Quest noch gar nicht beendet ist. Sieht fast aus, als hätte ich da noch einen vergessen beim Säubern der Farm. Müsste ich eigentlich auch nochmal vorbeischauen. Das müsste ja... Ich denke, das ist dieser Sektor gewesen. Muss ich nochmal vorbeischauen. Okay. Wir sind noch nicht fertig mit Reden. Du kannst schon mal... Hier. Ja. Toll. Toll. Geht mal da rein. Versperr mal die Tür. Okay. Ja. So, Grizzly, du musst noch mehr aufmachen. Verdammt. Verdammt. Gut. Ich hab's.
Ja, Geld aufs Konto einzahlen. Oh, Platten. Ich glaube, der Schrank ist noch zu, der untere. Nichts. Aber er gewinnt einen Punkt an Gesundheit. Und hier ist noch ein letztes Haus. Danach geht's in die Mine. Ja. Ich brech zusammen. Muss erst Luft holen. Nichts. Nichts. Es war schon offen. Okay, das ist auch offen. Nichts. Gut, ah, da ist noch eine Kiste. Verdammt. Nichts. Gut, ich hab... Jetzt ist er zusammengebrochen. Okay, ich hoffe, ich habe alles. Sieht jetzt erstmal so aus. So, dann. Sie. Ja. Reden wir mal mit dem Herrn. Sie. Hallo. Salve. Joe. Ja, ja, der ist definitiv von der Liste. Joe, hier gucken wir mal. Der kommt mir definitiv bekannt vor. Dateien. Doch er, ne? Er mit zurückgegelten Haaren. Okay. 20.000 natürlich. Tiffany Eddy. Kein Deckname. Amerikanisch und Italienisch. Hintergrund der Mob. Ja, der Mob müsste die Mafia sein. Gerade bei Amerikanisch und Italienisch. Okay, 16 Monate Haft wegen Alkohol- und Waffenschmuggels, 2 Monate Haft und 50.000 Dollar Strafe wegen Steuerhinterziehung in illegalen Geschäften. Hatte 14 Jahre keine Steuererklärung abgegeben. Ist ja wie bei Donald Trump. Gesucht wegen Mordes an Quang Tzu. Das prominente Mitglied der chinesischen UN-Delegation wurde vor dem UNO-Gebäude in New York erschossen. Okay, das war dann wohl sein Job. Unterweltgangster und freiberuflicher Killer. Vermutlich für die Morde an Sam Pizzagesicht. Pizzagesicht. Grimoldo, Johnny Medaillon Cuzzi und Luigi 16 Gardillo. Der hat ganz schön was auf dem Kasten. Zurzeit sowohl auf der Flucht vor dem Mob als auch den internationalen Polizeibehörden. Weil er ein UN-Mitglied erschossen hat, das er mit Bobby, dem Chinesen, Show verwechselte. Okay, der wollte eigentlich jemand anderen erschießen. Letzter bekannter Aufenthaltsort: flüchtete aus dem UN-Gebäude, hatte dabei 6 Männer in Schwarz auf den Fersen. So, jetzt ist er in Arulco angekommen und arbeitet. Ah, okay. Arbeitet für die Herren Daydrenner. Ah, Madonna, ich komme her auf Urlaub und was ist, Krieg ist. Typische Glück für mich, alles nix. Ich kenne das. Okay. Ma va fanculo, ich habe Sachen zu tun, die sind besser. Okay. Keine Ahnung, was es heißt, aber das war Italienisch, würde ich sagen. Ja, hätten sie vielleicht noch nach Mafia übersetzen sollen, Mob? Ich glaube nicht, dass das so geläufig ist in Deutschland, dass Mob irgendwie, also für Mafia steht. Okay. Ja, und jetzt?
Zäh, du kannst mich nicht leisten. Du weißt, was ich sage zu dir. Sowieso ist nichts für mich. Vergessen einfach. Okay. Na dann vergesse ich das. Was kann ich noch machen? Ich speichere mal und drohe ihm mal. Mal gucken, was passiert. Oh. Via, bleib weg von mir. Du weißt, wegbleiben. Hast du Problem damit? Vergessen es einfach. Du sprechen wie meine Frau. Okay. Ma vaffanculo. Ich habe Sachen zu tun, die sind besser. Okay, ist aber geduldig. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Okay, jetzt mag er nicht mehr reden. Na dann. Versuchen wir doch mal. Da liegt was. Das war so einfach. Joe ist tot. Okay. Habe ich jetzt keine Loyalität verloren? War also ein Böser. So, und der hat mir auch Geld hinterlassen. Controlado. Controlado. Und ich habe ich jetzt jemanden mit einem geeigneten Armor Joe, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mit dem Rambo-Messer geht es auch. Ich sage nein. Was? Warum? Ich sage nein. Er möchte ihm nicht den Kopf abschneiden. Bin bereit? Hier. Ja? Hier. Da muss Chris das machen. Kopf. Hier ist es. Ja. Tiffany's Kopf. Jetzt steht's auch da. Okay. Ja, armer Joe. Wir haben einen weiteren Kopf, aber wir finden Carmen nicht mehr, wo wir diese Köpfe abgeben können. Gut, dann schauen wir mal. Was haben wir denn bekommen? Das liegt, fürchte ich, außerhalb. Ansonsten haben wir gar nicht so viel bekommen. Einige Werkzeugkästen. Nochmal DSM-Westen. Die sind ganz gut, weil die keinen AP-Malus haben. Da kann ich nochmal gucken, wer da noch nicht so gut ausgestattet ist. Aus dem Team idealerweise. Vielleicht Fox, vielleicht Chris. Die haben halt Tarnung. Ein AP-Abzug ist jetzt nicht so schlimm. 25 und 29, wenn sie voll repariert ist. Das ist schon besser. Hat dann eben keine Tarnung mehr. So, und bei Chris, die AP-Abzug, die hat keinen AP-Abzug. Wäre dann im Prinzip das Gleiche. Auch keine Tarnung mehr. Gut. Das machen wir aber. Genau, so, die Spektra-Helme sind ja auch die besten, die haben schon alle. Brillen haben hier auch alle und Headsets.
Das ist alles kein Thema. Die Hosen. Da sind, glaube ich, die Spektra-Hosen besser. Aber die haben viel AP-Abzug. Ah, vielleicht verzichte ich dann doch eher auf die. Die haben ja keinen AP-Abzug, die Helme. Compound 18 habe ich noch. Kann das denn keiner verwenden? Glaube ich, falsch angezeigt. Super. Es geht schon. Okay. Das ist gar kein Sprengstoff, da habe ich viel interpretiert vorhin. Dachte, das ist der Sprengstoff. Aber es ist das Zeug zum Verbessern der Rüstung. Das verteile ich mal ein bisschen um. Sie hat ganz schön viel zu schleppen. Hatten Sie keine... Müsste eigentlich die eine Medizintasche haben. Die lege ich mir eben auf die Seite. So, und das passt da rein. Okay, und da haben wir manchmal ganz schön beschädigte Traumaplatten. Ah, okay. Kann ich doch rausnehmen und tauschen. Genau. Bei ihr auch. Ist ja auch sehr kaputt. Wir halten ja auch nur so lange, bis sie zerschossen sind, sozusagen. Kann ich erstmal mitnehmen. Da gibt es ja auch noch einige Söldner, die noch keine haben. Denke ich. Und sonst muss ich gucken. Da muss ich dann wieder sortieren, wer was wie nehmen kann. Wer wo nachladen sollte. Das war jetzt komisch. Ich speichere mal. Jetzt ist es halt weg. Keine Ahnung. Ach ne, hier ist es. Okay. Da ist die Munition. Na gut. Das ist aber normale, keine Panzerbrechende. Ach nee, das ist keine. Das ist die mit mehr Reichweite. Okay, das ist natürlich auch gut. Dann. Hatten wir definitiv, genau, AK-Munition. Diese rosa, da haben wir auch was zum Nachladen, aber nicht viel. Okay. Lasse ich erstmal so. Dann schauen wir weiter. Hi.
So, und er hat auch die langreichweitige. Und er hat auch noch einen Putzlappen. Das heißt, er kann, wenn wir zusammen mit dem Wodka, das macht jetzt Miguel. Exzellente. Noch einen Molotow-Cocktail herstellen. Haben wir dafür noch Platz? Naja, nicht so wirklich gut. Okay, aber sonst. Ach so, er natürlich noch. Solche, so eine Munition haben wir, glaube ich, nicht. Ne, die Munition haben wir nicht. Keine NATO-Munition. Und er hat besonders viel verschossen anscheinend. Fehlt noch ein Zweibein. Das ist doch gut. Können wir mit dienen. Zack. Aber das brauchen wir sicherlich nicht mehr. Vielleicht noch ein kleines Zielfernrohr für irgendeine kürzer reichweitige Waffe. Nein. Okay. Können wir noch was stapeln? Sieht jetzt auch nicht so aus. Ach, dachte, hier ist doch noch mehr Munition. Noch mehr NATO-Munition. Hab ich wieder nicht gesehen. Okay. Und dann haben wir, glaube ich, auch mit manchen Scharfschützengewehren geschossen. Dem zum Beispiel. Das nochmal voll machen. Das voll machen. Habe ich nicht benutzt. Das aber. Das auch einmal. Ist voll. Ist auch voll. Gut. Alustange und Feder haben wir hier auch. Sind leider in zwei unterschiedlichen Teilbereichen. Ich weiß nicht, hat hier jemand eine Drahtschere von denen? Müssen wir im Sektor gucken. Also müssen nämlich hier hinter. Ja, ich mache auch Feierabend, Thürerwall. Ich mache auch Feierabend. Ich will nur noch mal gucken, hat jemand von denen hier eine Drahtschere? Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Irgendjemand muss eine Drahtschere haben. Ich habe die nicht weggeworfen. Okay. Ja, muss ich noch ein Loch hier reinschneiden in den Zaun. Thürerwall, vielen Dank für die 42 Traditionsbits. Ich danke dir. Und dann sehen wir uns ganz bald, hoffe ich. Ich denke mal, das wird die Woche nochmal klappen. Auch wahrscheinlich nochmal spät. Und ja, aber ich mache jetzt auch Schluss. Ich werde dann nochmal gucken, wenn ich Offstream spiele, dass ich dann hier nochmal vielleicht ein bisschen was einsammle und ja, durch die Gegend fahre und verkaufe und sowas. Das mache ich ja dann auch wieder. Und danach geht's dann weiter. Ja, vielleicht auf der Suche nach der Bloodcat-Höhle und weiter Milizen trainieren und
Ansonsten würde ich auch gerne diese ganze Gegend hier im Norden mal aufklären, die wir jetzt noch gar nicht so richtig aufgeklärt haben. Also nördlich von Alma. Da gibt es ja noch einige weiße Flecken oder in dem Fall eher dunkle Flecken. Und ja, das könnte ich ja parallel zu dem Ausbilden machen, dass ich dann eben diese Sektoren dort erkunde. Und vielleicht dann auch die Bloodcat-Höhle als nächstes mache. Ach so, und in die Mine müsste ich ja nochmal gehen, ne? Da war ich ja noch gar nicht. Aber das machen wir dann auch im nächsten Stream, würde ich sagen. Ich hoffe, ich denke dran. Ich schreibe es mir auf. Pablo habe ich gemacht. Alma Mine. Ich hoffe, ich denke dran. Okay. Gut. Aber dann mache ich an der Stelle auch Schluss. Ich danke fürs Zuschauen. Ich danke dir nochmal für die Bits, Thyrawal. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Es waren ja erstaunlich viele da von euch. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, wenn ich so spät anfange. Ja, war aber dann sehr schön. Und ich gehe jetzt mal auf den Endscreen und schaue mal, ob es noch jemanden gibt, der Jagged Alliance streamt. Bei Twitch. Oder jemand anderen. Aus unserem Dunstkreis. Der Soon macht Musik. Nee, der macht keine Musik. Der spielt ein Spiel, glaube ich. Oh, das sieht ja lustig aus. Sieht fast aus wie Jagged Alliance. Ich guck mal noch. Ich guck mal jetzt noch nach dem. Der Rubrik. Jetzt hört ihr schon. Nee, er hört noch nichts. Nein, nur ich schaue Jagged Alliance, streame Jagged Alliance. Deswegen raiden wir mal zu Soon. Der spielt irgendwas, was ein bisschen Jagged Alliance-mäßig aussieht. Nur ein bisschen moderner. Ups. Und da schaue ich noch ein bisschen zu. Und wenn ihr Lust habt, kommt dann auch nochmal mit rüber zu Soon und schaut auch nochmal mit rein. Ich sag auf jeden Fall vielen Dank für Bits, für ganz viele Abos, die ihr erneuert habt dieses Mal. Von Thyrawal, von Arnie, von Freakman. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und dann sehen wir uns hoffentlich die Woche noch einmal oder zweimal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.